Der Akkad, dein ewiges Licht beschützt mich. Dein göttlicher Rat leitet mich. Wandle ich auf dunklen Pfaden. Du führst meine Seele zu deinem heiligen Licht. Gesegneter Akkad, dein ewiges Licht beschützt mich. Dein göttlicher Rat leitet mich. Ruhe! Wandle ich auf dunklen Pfaden. Halt's Maul! Sie haben uns gewittert. Rennt! Durchhalten! Was soll das denn werden? Das schafft er nie im Leben! Er muss aber... Gesegneter Akkad, dein ewiges Licht beschützt mich. Dein göttlicher Rat leitet mich. Sieh mich an! Gesegneter Akkad. Gold in Hülle und Fülle. Zum Greifen nah. Nein, ich... Ich wollte doch nur... Antworten. Sie kommen! Ich weiß. Bewegt euch! Na los. Wird's bald! Brich das Siegel. Du musst das Tor öffnen! Licht, steh mir bei. Mit rein. Sie kommen! Mit rein steht dein Weg offen. Das Blut zeigt. Ich versteh's nicht. Blut, das ist der Schlüssel. Blut ist der Schlüssel! Was? Ich brauche zwei von euch! Schnell! Geht! Ich halte sie auf! Los! Also. Hier steht, das Blut der Willigen muss... Ist das euer Ernst? Es klappt! Wir müssen ihm helfen! Der ist geliefert! Wirklich jammerschade. Kopf hoch, was soll's? Wenigstens müssen wir das Gold nur noch dritteln. Es muss hier irgendwo versteckt sein. Lies das. Oh. Mit rein, sie kommen. Mit rein steht dein Weg offen. Mit dem Blut der Willigen. Preiset. Die Schöpferin. Oh. Preiset die Tochter. Oh nein. Nein. Was ist mit dem Gold? Was steht davon? Das hier ist verboten. Der Text ist eine Beschwörung. Ich kann das nicht aussprechen. Lüg mich nicht an! Wir sind für Schätze gekommen. Wo sind wir hier? Ich weiß nicht. Vielleicht in einem Tempel. Oder in einem Grabmal. Es ist ein Tor. Und Blut ist der Schlüssel.
gesegnete Akarat, dein ewiges Licht beschützt mich. Dein göttlicher Rat leitet mich, wandle ich auch auf dunklem Pfaden. Du führst meine Seele zu deinem heiligen Licht. Wir erflehen deine Lösung aus dem Abgrund. Mit Dreien sie kommen. Mit Dreien steht dein Weg offen. Mit dem Blut der Willigen. Wir rufen dich heim. Komm. Dagrat, dein ewiges Licht beschützt mich. Dein göttlicher Rat leitet mich. Wandle ich auf. Öffne die Augen. Ewiges Licht beschützt mich. Ewiges Licht beschützt mich. Ewiges Licht beschützt mich. Ewiges Licht beschützt mich. Hier gibt es kein Licht. Du bist zur Dunkelheit gekommen, auf der Suche nach Antworten. Ja. Und alle Antworten, die du suchst, sind hier. Gib dich hin. Sprich die Worte. Bring sie heim. Mit Dreien, sie kommen. Mit Dreien steht dein Weg offen. Mit dem Blut der Willigen. Wir rufen dich heim. Isaac, die Tochter des Hasses. Die Schöpferin. Sanctuarius. Preiset. Lilith. Gebenedeite Mutter, erlöse uns. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem neuen Let's Play Diablo 4. Das sieht hier ein bisschen anders aus als sonst, aber das liegt einfach nur daran, dass es jetzt mehr gibt, weil wir haben uns ja schon die Closed Beta angeguckt und da gab es noch keinen Totenbeschwörer und der, wie heißt er nochmal, Hüter, glaube ich, ich weiß es gerade nicht mehr, den gab es auch nicht. Die Hüter war von Teso. Aber ihr wisst, was ich meine. Den rechten hier mit seinen dunklen Wölfen. Den finde ich auch ganz cool von der Optik her. Aber ich bin mir noch nicht sicher. Ich denke... Moment, Übersicht. Ah, man kann sich das jetzt auch angucken. Druide. Genau, Druide. Das fiel mir gerade nicht ein. Die flexiblen und widerstandsfähigen Druiden nutzen die Kraft der Natur, um das Leben zu schützen. Druiden können sich in listige Werwölfe und mächtige Werbären verwandeln, um ihre Gegner zu bekämpfen. Wer sich lieber auf Zauber verlässt, kann mächtige Erd- und Sturmmagie aus der Ferne entfesseln. Ja, sollen ja wahnsinnig stark sein. Dann gibt es noch die Jäger.
Die weiß ich jetzt nicht, ob wir die testen konnten. Nee, die konnten wir, glaube ich, ganz normal testen. Die listigen Jäger nutzten alle verfügbaren Mittel, um ihr Ziel zu verfolgen. Sie sind ebenso geschickt wie erfinderisch und können Gegner aus der Ferne mit einem Bogen oder aus der Nähe mit ihren Dolchen bekämpfen. Jäger können ihre Waffen auch mit verschiedenen Magiefusionen erfüllen. Dann haben wir noch die Zauberin. Die haben wir ja gespielt, als wir die Closed Beta aufgenommen haben. Zauberer sind Meister der Elemente und bezwingen ihre Gegner mit Kälte, Feuer und Blitzschaden. Fand ich sehr, sehr geil, war auch sehr, sehr mächtig. Ich bin mir nur ehrlich gesagt nicht so sicher, was ich jetzt machen soll. Also auf der einen Seite den Zauber fand ich wahnsinnig geil. Auf der anderen Seite, ich würde auch gerne mal hier den Nekromanten, also den Totenbeschwörer, spielen. Der soll ja noch heftiger sein, also der soll so stark sein im Endeffekt wie der Druide. Die mysteriösen Totenbeschwörer sind Hüter des Gleichgewichts zwischen Leben und Tod. Sie können mächtige untote Armeen auferstehen und für sich kämpfen lassen, aber verfügen auch über mächtige Knochen, Schatten und Blutmagie. Ja, und gerade das mit den mächtigen Armeen, das ist das, was mich wirklich reizt, weil ich gerade bei so einem Spiel natürlich unheimlich gerne auch Leute mit mir laufen habe. Und das hat die Zauberin leider nicht. Und es gibt noch den Barbaren, mächtige Krieger, die auf rohe Gewalt setzen, um ihre Gegner zu bezwingen. Barbaren können im Kampf aus einem breiten Waffenarsenal wählen, damit sie für jede Situation gewappnet sind. Ja, also Zauber kann ich nur empfehlen. Die Zauberin. Fand ich wahnsinnig gut. Aber ich denke, das Let's Play werde ich mal mit dem Totenbeschwörer machen, weil den habe ich noch nie gespielt. Und vor Jahren habe ich mal Diablo 1 gespielt. Das war noch weit vor meiner Karriere hier auf YouTube. Und da gab es, wenn ich mich richtig erinnere, keinen Totenbeschwörer. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Wie gesagt, das ist schon wirklich Jahre her. Da habe ich, meine ich, einen Zauberer gespielt. Und ja, Totenbeschwörer habe ich noch nie gespielt, deswegen wählen wir den. Ja, wir haben jetzt zwei Männer, so wie es aussieht. Wobei der linke ein bisschen kleiner ist. Drehen kann man die leider nicht. Ja. Also sehen halt beide sehr männlich aus. Ich denke mir mal, sollte eigentlich ursprünglich meine Frau werden. Ist völlig fehlgeschlagen, weil keine Brüste, kein gar nichts. Ich will mal die linke Person. Auch vom Gesicht her wirkt der hundertprozentig gleich mit dem rechten Kerl. Ah, okay, man kann jetzt den Rest einstellen. Dann würde ich sagen, dass ich jetzt erstmal schaue, was man hier so machen kann. Schade, dass man das nicht drehen kann. Das wäre natürlich viel, viel besser. Dann schaue ich mal, was man hier so machen kann und dann hole ich euch gleich wieder hinzu. Ja, und das ist jetzt die fertige Version. Hier kann man es übrigens auch drehen. Das waren leider die einzigen wirklich langen Haare. Naja, sieht ein bisschen seltsam aus, hier an der Seite so komisch abrasiert. Und sie sollte sich die Haare vielleicht mal hin und wieder aus dem Gesicht rausfegen. Aber ansonsten sieht das ziemlich cool aus, gerade mit der Haarfarbe. Leider nicht in meinem üblichen Lila, beziehungsweise so ein dunkles Pink. Aber gut, es ist ja ein Blutmagier und ja, ich würde mal sagen, das ist okay. Das Einzige, was ich nicht verstehe, ich kann hier überhaupt gar keine Brüste einstellen. Oder habe ich das irgendwie übersehen? Naja, so unter Gesicht und Körper kann ich tatsächlich keinen Körper einstellen, oder? Oder geht es hier noch weiter runter? Nee, es geht nicht weiter runter. Man kann nur die Farbe einstellen, tatsächlich. Ja, schade, dass man die Frau in Anführungszeichen nicht weiblich einstellen kann. Dann müssen wir halt so spielen. Sieht dann ein bisschen seltsam aus, aber naja. Wir starten erstmal ein Spiel. Und es gibt zwei Schwierigkeitsstufen. Einmal den Abenteurer, also die normale Stufe, empfohlen für Spieler, die zum ersten Mal Diablo spielen oder eine leichte Herausforderung suchen. Gegner lassen sich leicht besiegen.
und die Veteranenstufe für alle, ja, die nicht die Story genießen möchten, sondern mehr Herausforderungen im Kämpfen selber suchen. Empfohlen für Diablo-Veteranen, die eine größere Herausforderung suchen. Gegner sind eine größere Herausforderung. Monster geben 20% mehr Erfahrung und Monster lassen 15% mehr Gold fallen. Sanctuario war nie für die Menschheit bestimmt. Die Welt wurde als Zuflucht zwischen den hohen Himmeln und den brennenden Höllen geschaffen. Doch stattdessen wurde sie nur zu einem weiteren Schauplatz dieses ewigen Konflikts. Ein Geheimbund namens Horadrim hat die Sterblichen beschützt. Doch nun ist dieser einst mächtige Orden nur noch ein Schatten seiner selbst. Und die uralten Schöpfer Sanctuarios sind zurückgekehrt, um die Herzen der Menschheit für sich zu beanspruchen. Dies ist die Geschichte ihres Niedergangs. Ja, und damit. Ich sollte mir eine bessere Zuflucht suchen, bevor ich erfriere. Wir unsere Geschichte. Jetzt muss ich erstmal gucken. Moment, damit kann ich schlagen. Damit anscheinend irgendein Zauber wirken und damit ausweichen. Okay, das ist schon mal gut. Oh. Moment, was habe ich jetzt gerade? Okay, also er. L1 ist Heilung. Das ist ganz wichtig. Das schreibe ich mir mal eben kurz auf.
weil ich nämlich nicht auf die Taste aus Versehen drücken möchte. Es ist schön, dass du stehen bleibst, während ich was aufschreibe und überhaupt nichts in der Hand habe. Dank, mein Schaf. Okay, dann das war Schlagen. Was mich allerdings etwas irritiert, warum hören wir hier eigentlich Musik, obwohl die Musik ausgeschaltet ist? Kleinen Moment, ich schau mal eben etwas nach. Ja, ihr Lieben, also ich weiß es nicht. Mich nervt die Musik ehrlich gesagt ein bisschen, aber ich kann sie nicht ausschalten. So, Moment, wie ging das jetzt? Damit kann ich also die Toten zurückholen. Okay, mit Y, sehr schön. Dann schauen wir mal. Hallo, ich war gerade die Toten am Zurückholen. Wo nicht, mein Freund? Was ist das denn hier? Kann man nicht aufnehmen? Ah, den kann man noch mitnehmen, okay. Den auch? Ich weiß jetzt auch nicht, wie viel man hier überhaupt mitnehmen kann. Also wir sind jetzt bei 4. Wir hätten aber wesentlich mehr jetzt getötet. Ich denke mal, 4 wird wahrscheinlich im Moment das Maximum sein. Schade eigentlich. Eine weitere verlassene Stadt. Dämonen. Überall. Reißzähne in der Dunkelheit. Ah, er hat mich gebissen. Vorsicht, er ist wild. Moment, jetzt ist es hier. Hallöchen. Was geht hier vor? Was geht es euch an? Oswin, seid still. Es tut mir leid, Wanderin. Ihr kommt zu einem schwierigen Zeitpunkt. Dieser Verrückte ist einfach in die Stadt getorkelt und hat Ärger vom Zaun gebrochen. Dämonen aus den Ruinen. Töten uns alle! Töten uns alle! Ruinen? Wovon redet er? Kommt, ich erkläre es euch. Das ist gut, wenn sie nicht einfach von selber laufen würde. Etwas Böses regt sich in den Ruinen im Norden. Der arme Mönch dort muss hineingegangen sein. Selbst ein heiliger Mann wie er wurde von dem, was er sah, in den Wahnsinn getrieben. Ich denke mal, mit Waffen brauchen wir jetzt nichts zu machen, oder? Wie bitte? Habt ihr etwas gesagt? Ich habe Hausmittel, falls ihr verletzt seid. Ah, das war der Heiler, okay. Wenn Dev mir den ganzen Platz am Feuer besetzt, schubst ihn einfach. Ja, und wenn meine untote Armee hier ein bisschen zu viel Platz einnimmt, dann sagt mir einfach Bescheid. Das Feuer sieht gut aus, aber ich sollte es noch im Auge behalten. Nicht, dass es ausgeht. Ja, das war der gar nicht, Moment. Endlich etwas Schutz vor dem Sturm. Tut mir leid, es ist etwas eng. Immer noch besser als eine Höhle. Das triggert mich trotzdem, dass wir uns keinen weiblichen Körper machen durften. Das bin ich traurig. Was ist das für ein Ort? Ah, unsere kleine Stadt ist nichts Besonderes. Aber sie ist unser Zuhause. Was ist mit dem Mönch? Wir werden für ihn tun, was wir können. Vielleicht muss er aber erst mal im Schuppen bleiben. Er hat versucht, Oswins Finger abzubeißen. Ach so, der ist der Mönch. Was könnt ihr mir über die Menschen hier erzählen? Elenta ist im letzten Winter etwas taub geworden. Ihr müsst vielleicht etwas lauter mit ihr sprechen. Könnt ihr uns vor dem beschützen, was dort draußen lauert? Wir können uns an niemanden sonst wenden. Das Böse sammelt in diesen Ruinen seine Kräfte. Ich werde es vertreiben. Wirklich? Oh, vielen Dank. Natürlich werden wir das. Oh, ich mich jetzt erschrocken. Ich muss dazu sagen, die Vibration ist eingestellt. Ich hasse es, wenn Vibration eingestellt ist in Spielen. Drückt die Taste für den Charakter. So, haben wir denn, genau, Fertigkeiten?
Da haben wir jetzt einen Punkt. Und zwar haben wir einmal blutige Ernte. 4 pro getroffenen Gegner. Schwingt eine geisterhafte Sense vor euch. Achso, 4. Nee, erzeugte Essenz. 4 pro getroffenen Gegner. Schwingt eine geisterhafte Sense vor euch und verursacht 3 Schaden. Wenn ihr einen Gegner mit blutiger Ernte trifft, erhöht sich eure Schadensreduktion 2 Sekunden lang um 15%. Ja, hört sich ja eigentlich schon mal nicht schlecht an. Ich muss jetzt wohl dazu sagen, über Nekromanten habe ich noch gar nichts mitbekommen. Also nur, dass er halt extrem stark ist. Aber ja, ich habe ansonsten jetzt noch nichts getestet oder so, weil das ja bei der Closed Beta nicht ging und ich keine Lust hatte, nochmal komplett von Null anzufangen bei der nächsten Beta. bleib doch mal da, wo du draufstehst. Zersetzen. Erzeugte Essenz. 8 pro Sekunde. Reißt das Fleisch von den Knochen eines Gegners. Verursacht 9 Schaden pro Sekunde. Das hört sich schon mal gut an. Und bildet aus dem Fleisch alle 2,5 Sekunden eine nutzbare Leiche. Hört sich schon mal nicht schlecht an. Das wären 9 Schaden. Das wären nur 3 Schaden. Na? Verspritzt das Blut eines Gegners und fügt ihm 7 Schaden zu. Blutsturz hat eine Chance von 20%, einen Blutkegel zu erzeugen. Das hört sich allerdings auch ziemlich gut an, weil so alles, was mit Blut zu tun hat, ist natürlich ganz cool. Und Knochensplitter. Feuert 3 Knochensplitter ab, die jeweils 2 Schaden verursachen. Jedes Mal, wenn ein Gegner vom selben Einsatz von Knochensplitter getroffen wird, erhaltet ihr eine Essenz. Also das wäre physischer Schaden, Schattenschaden. Schattenschaden und Feuerschaden ist auch physischer Schaden, warum auch immer. Kann man sich das nicht angucken? Doch. Nachdem ihr einen Blutkegel aufgesammelt habt, fügt eure nächste... Na gut, das ist jetzt nicht so. Verleiht jedes Mal, wenn ein Gegner getroffen wird, 1,6% Basisleben. Stehlungen in Höhe von 100%. Das hört sich natürlich schon geil an. Gesunde Charaktere haben mehr als 80% Leben. Blutsturz erhält zusätzlich 20% Angriffsgeschwindigkeit, während ihr gesund seid. Aber nur Geschwindigkeit. Ja, da steht aber nichts von Geschwindigkeit. Ist das so langsam? Steht nichts von Blutkegel. Heilen euch um 15% eures maximalen Lebens, wenn ihr sie aufhebt. Das wäre natürlich nicht schlecht. 9 oder 7. Ich würde sagen, wir machen mal den Blutsturz. Der hört sich ziemlich gut an. So, können wir mit ihr noch was machen? Nee, wir haben ja jetzt schon einen Auftrag bekommen, also... Nicht, solange ich in der Stadt bin. Achso, ich wollte gerade sagen, wieso hat sie jetzt die Waffe nicht in der Hand? Also schauen wir mal... Oh! Ich liebe meine Begleiter jetzt schon. Sehr geil. Sehr, sehr geil. So doof, dass wir nur 4 haben. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir mehr kriegen. Weil da kommt immer einer und der geht dann wieder. Ich weiß jetzt nicht... Ob wir dadurch auch wieder mehr Stärke erhalten? Ja, ich wollte damit interagieren. Oh, ist das schön. Heiltränke werden von Gegnern und Objekten fallen gelassen und automatisch eingesammelt, sofern ihr nicht die maximale Kapazität erreicht habt. Gold haben wir auch. Ah, das ist unser Ziel. Okay. So, verlassene Hallen. Diesmal bin ich nicht verbuggt. Ich bin sehr positiv überrascht. Unser erster Ausflug hier drin. Gut, es war die Closed Beta natürlich, muss man dazu sagen. Der war ja nicht so schön, weil da musste ich das komplette Spiel neu starten und rausgehen und wieder reingehen und alles, weil man nicht mehr weiterkam, sobald man durch die Tür gegangen ist. So, durchsucht die Tiefen. Machen wir doch. Und du bekommst ja noch gerade kein Gegner. Hallo? Hatten wir nicht normalerweise einen Gegner hier oder war das erst im zweiten Verlies? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher. Das ist schon wieder so lange her, dass die Closed Beta durch ist.
So. Ach, das sind Heiltränke. Die können wir natürlich jetzt nicht nehmen. Mach den mal platt. Ich guck mal hier, was wir noch einsammeln können. Hier kann man nicht wirklich was einsammeln. Kann man was nehmen? Hier ist auch nichts drin. Da, wir werden angegriffen. Ist das schön. Ist das schön, ganz ehrlich. Ich meine, gut, die gehen natürlich auch runter. Jetzt ist die Frage. Aber die regenerieren sich so. Ja, doch. Ja, ja. Eine Sense. Können wir hier eigentlich irgendwas anderes schon mal anlegen? Moment, jetzt muss ich mal gucken. Das können wir anlegen. Und wir haben jetzt... Was haben wir denn jetzt? Was soll denn das darstellen hier? Wir haben eine einfache Sense. Die ist auf jeden Fall besser. Das heißt, die... Ach so. Moment. Ja gut, blocken können wir ja sowieso nicht im Moment. Also zumindest weiß ich noch nicht wie. Ich habe die Taste nicht gefunden. Dann nehmen wir mal die Sense. Mal schauen, wie die so drauf ist. Oder wie wir drauf sind mit der Sense. Hier ist nichts drin. Ja, kommt, Leute. Da sind die Gegner. Oh ja. Ich würde sagen, dass die gut was kann. Hier haben wir nichts. Drücke B, um feindlichen Angriffen zu... Ja, ja, das ist Ausweichen. Ja, ja. Ich glaube, wir sind beim Boss, oder? Nee, noch nicht. Ich dachte schon. Ich kann mich nämlich von der Closed Beta noch daran erinnern, dass es so einen Spinnenboss gab. Das sah nämlich so ähnlich aus hier, das Verlies. Was war das? Irgendwas habe ich gerade gehört. Okay, aber hier scheint es... Moment, ein Kurzschwert... Das nehmen wir mit. Zur Not müssen wir das verkaufen. Hier, wieso kann ich die... Ah, jetzt. Ich helfe euch mal. Sehr schön. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob ich jetzt... besser jeden Leichnam hier dann nochmal platzen lasse oder ob das unnötig ist. Was war das? Halt, stopp, Gold. Gold, Handschuhe. Die müssen wir mitnehmen. So. Okay. Es ist übrigens tatsächlich so, am Anfang wird man überhäuft mit Sachen und Heilung und so. Und danach kommt dann irgendwie gefühlt gar nichts mehr. Oder nur noch sehr wenig. Oh, ist es da. Gut, Jungs. Ich mag den jetzt schon. Also den Beschwörer. Nein, falsche Taste. In der Zeit schon mal gucken. Jetzt macht hier doch nicht so eine Unordnung, Jungs. Das darf nur ich. So. Naja, aber das Gold sammelt der dann nicht in eine mit ein. Das wollte ich jetzt gerade ausprobieren. Ich glaube, die waren schnell fertig. Nee, die haben den einfach stehen gelassen. Sauerei. Könnt ihr noch nicht einfach stehen lassen. Okay. Haben wir hier noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Aber es sieht so aus, als ob wir bald durch sind mit diesem Dungeon hier. Mag ich nicht.
So, haben wir gerade... Moment, wir haben jetzt Stufe 4 erreicht. 2 Punkte. Wir könnten da theoretisch in dieses eine... Was waren das? Basisleben. Nee, das war's nicht. Nee, das war Angriffsgeschwindigkeit. War es doch das hier? Genau, das wollte ich eigentlich. Kann aber noch nicht erlernt werden. Wieso kann ich das noch nicht erlernen? Wahrscheinlich, weil ich hier erstmal mehr reinsetzen muss, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ach nee, weil ich das erste nicht erlernt habe, ne? Nee. Doch. So war das, genau. Jetzt habe ich den Punkt natürlich verschwendet. Naja, ist nicht so schlimm. Ich sag mal, es dauert ja nicht so lange am Anfang zu leveln. So. Hier ist schon eine Leiche. Was ist denn eine Leiche? Waren wir hier eben? Ist die Leiche von jemand anderem? Oh, tatsächlich. Da ist noch Gold. Da kommen wir nicht rum. Mal eben gucken. Wieso kommt der jetzt hier aus dem Boden raus? Hallo? Der soll mit uns mitlaufen und nicht aus dem Boden rauskommen. Das heißt, da vorne sind wir... Moment. Sind wir hier aber auch schon überall gewesen? Aber wir müssen doch hier noch irgendwo... Konnte man sich das nicht auf der Karte ansehen? Bin gerade am Überlegen. Genau. Das heißt, wir müssen nach oben und dann nach rechts. Da waren wir noch nicht. Weil von unten sind wir gekommen. Das habe ich mir nämlich schon gedacht. Oben und rechts irgendwo. War das hier? Ah ja. Und da ist ein Heilbrunnen. Das ist kein gutes Zeichen. Jungs, seid ihr soweit? Seid ihr geheilt? Ich hoffe. Weil ein Heilbrunnen ist nie ein gutes Zeichen. Das bedeutet immer ein böser Endboss. Kommt gleich. Oder es kommen andere Wesen. Kann man die? Ja, dann nicht, ne? Schade. Okay. Guck mal hier nochmal nach. Was haben wir denn da? Beine. Sehr schön. Die sind wahrscheinlich besser als unsere, nehme ich mal an. Selbst die sind schon besser. Die sollten wir auch mal tauschen. Die sind wesentlich besser. Okay. Der Rest sind nur Waffen. Gut. Dann geht es immer nach oben. Ich versuche das immer so ein bisschen systematisch zu machen, ne? So, Jungs. Ich brauche mehr Zeit. Wofür? Okay, Gold haben wir hier auch noch. Da können wir nichts mehr machen. Da ist auch nichts zum kaputt machen. Moment. Es ist selten, aber bei so kleinen Kammern kann immer mal was Schönes drin sein. Jungs, wir werden angegriffen. Ich einfach mit weglaufen. Ich bin noch nicht bereit. So geht das nicht hier. Ich laufe doch nicht extra weg, damit ihr auch mit weglauft. Da ist auch nichts drin. Mach den mal fertig. Ja, kommen sie aber gut. Gut mit zurecht soweit. Also bisher bin ich doch sehr begeistert von dem Nekromanten, muss ich sagen. Also den Totenbeschwörer. Ja, man verwendet halt automatisch die bekannten Begriffe, ne? Und der Nekromant ist ja was sehr Bekanntes jetzt bei Teso. So, da haben wir nix. Da oben sind welche. Da ist auch einer. Ja, greift die mal an. Greift die mal an, Jungs.
Waren das alle? Obwohl, ich bin mir jetzt gerade ehrlich gesagt nicht sicher. Ich kann darum gehen, darum. Nee, da ist ein Sackgasse, so wie es aussieht. Dann gehen wir erstmal kurz hier gucken. So. Aber ist nichts zum Einsammeln, ne? Schade. Schade, schade. Dann gehen wir hier hoch. Und ich dachte gerade schon, jetzt kommt ein Boss, aber es war hier nur etwas breiter. Hier ist nichts. Da kommen aber welche. Ich bin noch nicht bereit. Aber es ist schon ungewohnt, muss man sagen. Also wenn man die ganze Zeit mit der Zauberin gespielt hat, ist es für mich jetzt persönlich schon ein bisschen ungewohnt, mit dem Nekromanten zu spielen. Aber es spielt sich gut soweit. Also ich teste das ja auch zwischendurch immer mal wieder ein bisschen, wie stark meine Begleiter sind und so. Und ja, bisher kann ich auf jeden Fall nicht klagen. Ich befürchte allerdings... Kammer der Berufung. Oh oh. Macht ihn fertig. Oh. Das ist schlecht, wenn keine Ads kommen. Gerne mal die Ads wirklich auf ihn drauf schicken, aber die gehen hier leider so schnell gerade kaputt. Das ist schade. Moment, heilen, dann kann ich da direkt eine neue nehmen, ne? Also, ich bin es nicht gewohnt, mit Ads zu spielen. Aber da ich jetzt welche habe, möchte ich natürlich auch ausprobieren, wie es jetzt ist, mit denen gegen so einen Boss anzutreten. Deswegen... Ich möchte die mal so ein bisschen die Arbeit machen lassen. Mal testen. Funktioniert das? Funktioniert das nicht? Na gut, die tanken ihn natürlich so ein bisschen. Ist schon ganz cool. Mein Freund. Oh, nicht. Ich hab meine Totenbeschwörer-Armee. Ich will wissen, ob die dich platt kriegt. Ich meine, klar, man haut zwischendurch immer mal ein, zweimal selber drauf. Oh. So richtig platt gekriegt hat sie mir nicht. So, jetzt aber. Nächste Runde. Ja, geil. Also, es war wirklich... Ich habe mich jetzt wirklich zusammengerissen, dass ich den jetzt nicht zu sehr angegriffen habe und so und immer mal geguckt habe, was machen die jetzt für einen Schaden. Wobei die sehr, sehr schnell kaputt gegangen sind immer. Aber wenn dann wieder so eine kleine Ad-Gruppe natürlich gekommen ist, dann ging's. Achso, das ist meine. Ich dachte gerade schon... Ja, hier waren wir ja auch verbuggt. Also das ist jetzt anscheinend nicht verbuggt. Da bin ich jetzt sehr froh drüber. So, dann schauen wir doch mal. Was haben wir denn jetzt hier alles noch drin? Das ist das Schlechtere. Oh, der ist sogar noch besser. Lehrlingszauberstab hätte ich gerne. Ja, macht aber weniger. Oh, okay. Die tauschen wir dann noch gerne aus. Nein, halt. Mein Controller spinnt wieder. Ich hasse es. Das müssen wir austauschen. Oh, die ist sogar noch besser? Echt jetzt? Okay.
Die ist noch besser, aber ich zeige noch mehr Haut damit. Ja, warum nicht? Wo sind wir denn hier? Achso, wir sind direkt in der Nähe. Okay. Ich würde sagen, bevor wir jetzt hier reingehen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut, damit die erste Folge nicht zu lange wird. Und dann sehen wir in der zweiten Folge, wie es weitergeht. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.